Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslande und Reha-Klinik. Sie schauen Checkup, das Gesundheitsmagazin. Grüezi miteinander. Die Schilddrüse liegt vorne am Hals. Gutartige Knoten sind dort verbreitet. Je nach Lage kann das Schluck- oder Atembeschwerden machen. Es kann auch kosmetisch sehr unschön aussehen. Bis jetzt hat man in so Fällen die Schilddrüse in einer Operation mit Vollnarkose entfernt und man musste das Leben lang Hormone nehmen. Dank einem neuen, minimalinvasiven Verfahren, der sogenannten Thermoablation, braucht es keine Narkose, keine Einnahme von Hormonen und es gibt auch keine hässlichen Narben. Knoten in der Schilddrüse können lästig und schmerzhaft sein. Das hat auch Ann Kunz feststellen. Angefangen hat es bei ihr vor 3 Jahren. Die 49-Jährige hat Hals- und Schluckweh bekommen, hat beim Sport nicht mehr richtig schnaufen und hat ständig das Gefühl gehabt, sie hätte einen Frosch im Hals. Es haben sich dann wirklich solche Vorwölbungen am Hals rechts und links gebildet, was optisch dann wirklich zu einer Einschränkung, also im Sinne von, ich habe dann immer gerne Schals getragen, Rollkragenpullover, solange man das noch ertragen konnte, dass die eng anliegen, also dann weitere Rollkragenpullover. So, ja, und dann habe ich mir Sorgen gemacht und bin das abklären gegangen. Die Schilddrüse sitzt im vorderen Halsbereich und hat die Form eines Schmetterlings. Sie ist die grösste hormonproduzierende Drüse im menschlichen Körper. Schilddrüsenknoten kommen häufig vor. Jeder 5. ist davon betroffen, vor allem Frauen. Hauptursache ist Jodmangel. Je nach Situation können Knoten ein störendes Druckgefühl auslösen und zu einem Kropf, also einer deutlichen Vergrößerung der Schilddrüse, anwachsen. Kontinuierlich gewachsen, ja. Wirklich slowly but surely. Jeden Tag ein bisschen, als ob man eine Schlinge mehr und mehr zuzieht, ja, schon. Ann Kunz will sich behandeln lassen und findet, nach langem Suchen, Hilfe beim Professor Dr. Oliver Dudek von der Klinik Hirslande. Er ist der erste Arzt in der Schweiz, der die Schilddrüsenknoten mittels Thermoablation, also einem minimalinvasiven Eingriff, behandelt. Vorteile gegenüber der klassischen Schilddrüsenoperation sind bestechend. Bei der Operation wird in der Regel entweder die halbe oder sollten beide Schilddrüsenlappen befallen sein, die gesamte Schilddrüse rausgenommen, mit der Konsequenz einer lebenslangen Einnahme von Schilddrüsenmedikamenten. Der Vorteil der Thermoablation ist, dass wirklich nur das erkrankte, knotige Schilddrüsengewebe halt behandelt wird, sodass es eigentlich nicht zur Folge hat, dass Patienten nachgeschaltet Schilddrüsenmedikamente einnehmen müssen. Der Professor Dudek zeigt uns bei einer anderen Patientin, wie die Thermoablation genau funktioniert. Der Ablauf ist ähnlich wie eine Biopsie, eine Gewebeprobeentnahme, wo in örtlicher Betäubung, und das ist ein Vorteil der Thermoablation, es bedarf keiner Vollnarkose, eine Sonde, die man an der Spitze millimetergenau erhitzen kann, in den Knoten eingeführt wird und dort dann das Gewebe verödet wird. Im Folge wird dann vom Körper das verödete Gewebe abgebaut und der Knoten schrumpft. Alles in Ordnung? Wunderbar. Tut irgendwas weh? Also man spürt, dass etwas platzt zwischendurch, aber sonst ist es einfach ungewohnt. Der Eingriff geht rund eine halbe Stunde und ist sehr effektiv. Das Volumen eines behandelten Knoten geht nach 3 Monaten im Schnitt um 60% zurück. Nach einem Jahr sind es rund 80%. Dazu hat der Patient keine bleibende Narbe und auch die Schilddrüsenfunktion wird nicht beeinträchtigt. Es wird nur das erkrankte Gewebe wird behandelt und das führt in der Regel nicht dazu, dass die Schilddrüse in der Funktion der Hormonproduktion beeinflusst ist. Das kann in der allerersten Phase mal zu gewissen Veränderungen letztendlich der Hormone führen. Das bedarf aber eigentlich keiner medikamentösen Gegenregulation und nach einem Monat ist die Schilddrüsenfunktion bei praktisch allen Patienten dann auch wieder normalisiert. Auch bei der Ann Kunz ist der Eingriff reibungslos verlaufen. 3 Monate nach der Thermoablation sind ihre Knoten um fast 75% geschrumpft. Hervorragend. Wirklich, ich bin ganz begeistert, wenn ich morgens in den Spiegel schaue und mir nicht gleich die 2 Knoten da entgegenspringen. Und ich kann sehr gut wieder wandern, auch steil, ohne in Atemnot zu kommen. Für meinen Beruf ist es
kein Hindernis mehr. Also wirklich eine gute Sache. Sehr happy. Ja. Thermoablation ist nur bei gutartigen Knoten, die nicht allzu gross sind, anwendbar. Bei bösartigen oder sehr grossen Knoten kommt man um die klassische Operation nicht drum herum. Das war es bei «Check-up», das Gesundheitsmagazin. Den Beitrag und viele weitere Gesundheitsthemen finden Sie bei uns auf der Homepage. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und auf Wiedersehen miteinander. «Check-up», das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.